Oh, es ist ein Wahnsinn, wie extrem hochauflösend die Oculus Quest 2 und vor allem im Vergleich zur Oculus Rift CV1 ist, mit der ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Das sind Weltenunterschied. Und ohne Kabel. Das Ganze läuft, wie gesagt, über mein WLAN. Es scheint über den Router nicht perfekt zu funktionieren. Und ich merke gerade, der Ton ist vielleicht ein bisschen laut. Gefechtsmusik, Charakterstimmen Losma. Ja. Und immer man merkt, dass ein paar Artefakte sind durch die WLAN-Verbindung. Also es ist noch nicht perfekt. Was aber auch daran liegt, dass ich jetzt ein bisschen eine niedrigere Quali habe, weil ich das Airlink neu verbunden habe und vergessen habe, das Ganze hochzustellen. Haha. Aber ist egal, es ist trotzdem immer nur eine schärfere Auflösung als damals. Na, ja, fast. Schuh, Schuh. Okay, geht nicht. Alex, how's it looking up there? I'm off the Kopf. Good, Dad. Metrocop movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? Ach, das nervt mir jetzt, dass sie vergessen, ob die Qualität hochzustellen. Die Standardqualität bei Airlink ist leider ein bisschen niedriger. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Bist du was? Den Stift nehme ich mit. Kann man da überall schreiben? Well, we'll look into it when we get back. Ich sollte vielleicht nicht zu früh herumlaufen. Ah, funktioniert. Okay. Terrific. Warte mal, genau, hier bist du. Das ist der Nachteil, wenn man nicht mehr am Faden hängt. Man läuft gerne irgendwo herum. Hey, ach Mann, oh. Also nicht böse sein, wenn ich mal falsch rumstehe. Ernsthaft jetzt. Fällt einfach durch, natürlich. Bis man irgendwo gegenläuft. Ja, das ist das Schöne, es wird mir ja angezeigt, wann ich mich dem Ende näher. Ach du. Hey, ich hab meinen Stift verloren. Ach Mann, man darf ihn nicht mitnehmen. Ach komm schon. Na. Ja, Hunger. Was du hast. Ich komme nicht so schnell wieder. Dann mach's so hin. Ah, da liegt wieder einer. Okay. Die Teleportationssteuerung ist gewöhnungsbedürftig. Mann, oh. Warum das nicht funktionieren tut? Beim Fernseher funktioniert's, oder? Nö. Alter. Ach Mann, ich wollte überall so ein Smiley hinterlassen irgendwie, aber... Aber geht nicht. Wenn ich hier hinschaue, dann schaue ich übrigens auf den Chat. Alex. Was ist das? Alex, are we good? Yep, they got the reactor. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go, we'll be in touch.
stay safe. Hoppala. Egal. Feier ich gerade irgendwie. Alex, over here. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. Are you sure everything went okay? 100%. Ja, Manu. Hallöchen, Daniel. Passt denn die Qualität bei euch, Leute? Ich hoffe, vor allem die Tonqualität, weil das Mikrofon der Quest 2 ist leider nicht so gut wie das der alten normalen Rift. Was aber auch an der WLAN-Verbindung liegen kann. Ach, echt jetzt? Mist. Ja, mach die Tür zu. Ach, komm schon. Vergessen, die Qualität höher zu drehen. Hallo. Don't move. I just live here. Wait. Don't shoot. Her damit. Okay, stopp einfach was in den Lauf rein. Didn't steal anything. Don't care what you see. No one, I didn't see anyone. Dad. Lass mich raten, den Stift kann ich wieder nicht mitnehmen. Hey, wait, don't. Ja. Hab mich ja gar nicht getroffen, der Arsch. Wäre cool, wenn man einfach so ausweichen könnte. Mein Stift, nein. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Damn it, where's my father? I'm going to tell her to stop moving around back there. Stop that. What is that? Haha. Oh! It's under the body. What is that? Yep, there it is. Moment, ich muss den Gürtel ein bisschen enger schnallen, mir rutscht die Hose. Ich muss den wieder mal kürzen, ich habe nämlich tatsächlich abgenommen. Mensch, ihr seht aber nicht gut aus. Danke. Alex, you there? You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it! So technically, alles funktioniert not nicht, an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. So, Dad's okay. Attention, ein Tannenbäumchen. Yeah, well, no. To be honest, he's in huge trouble. But they've still got him. He was in a separate trip. Weißt du was? Mir geht das auf den Sack, dass ich mich nicht frei bewegen kann. Einstellungen. Bewegung. Mal. Genau. Na? Hand. You saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van. So, yes. The result was that I saved you. Do we know where they're taking him?
Mahlzeit. Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. But I'm already working on a plan to get him back. Okay, ich werde wahrscheinlich kotzen. Close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Ich geht. Gajin, nein. Russell, what did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just oh, blurry pictures of geleckt. A building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Boah, Leute, die Qualität nervt grad ziemlich hart. Ich glaube, ich wäre die Qualität doch noch schnell ein bisschen höher drin. Na, wo ist meine Maus? Hallo, wo ist meine Maus? Ach so, die Maus ist einfach ausgeschalten worden, oder wie? Ja, moin. Es wurde einfach die Maus ausgeschaltet. Schön. Sehr, sehr schön. Aber live bin ich noch. Ja, geh mal davor aus. Alter Schwede. Kommt mit Zange, wir sind gerettet. Schade, dass man es nicht verwenden kann. Geht wahrscheinlich nur mit den Valve Index Controller. So, man soll ja ein bisschen spielen, hat's geheißen für ein Achievement. Hui! Okay. Leicht erbärmlich. Hui! Ach komm schon. Tic-Tac-Toe, XXO. Okay. Ach, egal. Hier. Hoppala. Die Vase hält was aus. Nein, ich will. Ich will hier am Gr. Da! Oh. Alex, great! Okay, let's. Wait, my drone's okay, right? No. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Right, good work. Leider gibt's das Spiel nur auf Englisch, Leute. Warte mal, hier war doch was drin, oder? Genau! Do not eat! Russell, they've got Dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows and then... Yeah, they're gonna kill him. Oh God. But, the good news is, we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're going to realize that your dad is not going to talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill into his... Oh, yeah. Still your dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here... Wir sind die Gabel. This is Eli. To Nova Prospect. And if he gets on that train,
That's it, right? Not necessarily. Grab something that represents us. Ja? Was, was soll ich da machen? Anything will do. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right, fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before this train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. You got that, didn't you, that I said we could do it? Yeah, we are. I'm with you every step of the way. Jo, das geilste im Spiel. Hm? Da kann man doch sicher noch irgendwas machen, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Alright, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Targeted. Alright, make a fist. Try catching it. That's it. Try again. That's it. One more time. You're attached. Make a grip. Just like that. Perfect. We're done. Oh, wait! I almost forgot! Alex, up here! You're gonna need Yeah, head of it. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Ah, echt? Here you go. Right, heading back to the courtroom. Oh, you took care of that lock then. Good. Great. You did have the key for it, but should have given you that. That's on me. All right, here we go. Next stop, Fairview Junction. Ja, da waren wir vorher drin, weil ich das falsche ausgehört habe. Goodbye. Obviously, just so you know, I am still here. Mal gucken, ob was drin ist. Ja. Es ist so cool. VR ist geil, Leute. Auch wenn bei die Einstellungen verkackt habe, das Ganze jetzt ein bisschen verschwommen ist und ich kapiere nicht, wieso dass meine Maus weg ist. Gibt nicht mehr keinen Grund. Hallo, Alex? We might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Did the train stop? It stopped, didn't it? Yeah, what happened? Oh, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Pokémon in VR, okay, ja, aber da sitzt Nintendo drauf. I'll see if I can get you in some other way. Deswegen wird es nicht geben. So, Helm immer gut. I got a dead zombie here. I thought the Combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area, but not about fellas like this. Probably not a one-off then. Ah, would you look at that. Resin. And if there's resin around here, there should be a Combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Okay.
Ratte. Du Ratte. Reroute this with my multi-tool. Your what? It's a tool with multiple functions. So, you know, multi-tool. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. Huh? You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it... First one. The... Alex. It's a little derivative of the Russells, but yeah, provisionally, sure. The Alex. Oops. Yeah. The Alex. Braucht man zwar nicht, aber. Nee, ist vibriert zu cool. Ah, als wäre, wenn es wirklich da herumstochern würde. Katzenfutter, nee. Rinderfleisch. Könnte trotzdem Katzenfutter sein, wer weiß. Okay, das waren nicht die Ammo-Kisten. Nein. Nicht nachmachen. Könnte ihn echt wehtun. Oh. Kann ich das aufmachen? Nee. Oh, careful of that barnacle, Alex. Anyway, you guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of this. So. Igitt. Da wächst nur das Gras durch. Warte mal. Russell sagt doch da was, oder? Oh, do you need a minute? Because, I could pause the feed. Just looking, Russ. Ja, man muss sich richtig gut umschauen in dem Spiel. Und zwar im wahrsten Sinne. Boah, ich weiß schon. Zumindest jetzt, wo ich gerade erst wieder anfange mit VR, werde ich nicht so lange zocken können. Falls ihr das selber mal zocken wollt, und zwar mit der Quest, vergesst nicht, die Qualität höher zu drehen.
weil dann wird euch auch nicht so schnell schlecht. Blah. Aber zumindest schätze mal so 8:30 oder so wäre ja volle Fälle da. Dann entscheidet sie sich, wie ich drauf bin. Morgen krank wegen Nackenschmerzen. Ich hab morgen Zeitausgleich. Also morgen nix arbeiten. Komm schon! Okay. Dachte mir, sicher ist sicher, bevor der Drecksack nur aufsteht. Das wird doch ein bisschen länger her. Da ist nichts drin. Die können wir nicht aufmachen, okay. Oh. Haha. Oh, das war das. Anfang nur recht einfach. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. There. That's the control panel. They'll probably scramble the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, shouldn't be too hard to put back. Vor Half-Life 2, genau. Hä? So, warte mal. Na? Ah, stimmt ja. Mhm. Genau. Jetzt geht doch die Tür auf. Ja. Und mir wird schon kotzübel. Wie gesagt, ich muss mir erst wieder daran gewöhnen, deswegen werde ich anfangs nicht so lange streamen können. Have they started moving down yet? I don't think so, which is good news, because we've still got time. Oh, great. Russell, are you seeing this? Whoa. All right. Psst. Here we go. Grüß dich, Tanja, übrigens. Neuer Bereich. Ladevorgang läuft. Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine then. Di-d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 i-
Do you hear that? What is that? Oh boy. Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut. Ah, verdammt. Yeah, that Moment. Is the shortcut. Ah, jetzt. Mahlzeit. Oh man. The barnacles on our side. It's not though, obviously. No, don't walk under them. Brief ist unterwegs. Sehr schön, sehr schön. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. It shows you resin, ammo, you know, might come in handy. Könnte man sie einfach Gravity Gloves nennen, bitte, und nicht Russells. Echt jetzt. Hier. Mahlzeit. Oh. Hat der da hinten auch was ausgespuckt? Jo. Ich glaube, kotze gleich im Strahl. Ah. Die brauchen wir übrigens später, die kann man wirklich aufsetzen. Einen Helm habe ich auch auf, falls mir aus der Viecher tatsächlich hochziehen würde. Zum Glück habe ich endlich eine Brille ohne Kabel. Das war das Nervigste. Leider habe ich durch den Neustart dieser Brille, weil es aus irgendeinem Grund genau zum Streamen nicht funktioniert hat, habe ich vergessen, die Qualität höher zu stellen. Jetzt habe ich nur die Standardqualität und die ist leider ein bisschen mies. Hallo. Wie findest du eigentlich die Mikrofonqualität? Sie ist leider nicht so gut wie bei der ersten. Wie bei der ersten Rift. Finger weg! Man kann leider keine Gegner schlagen, so wie es ausschaut. Schade. Ich wollte es probieren. Delicious. Geht. Oh. Mehr brauche ich natürlich noch nicht.
das wäre doch einmal was zum Looten, oder? Man muss zuerst den ganzen Scheiß aus der Truhe rausholen, bevor man das kriegt, was man will. Hm. 9 Volt Batterien. Zunge ranhalten, dann weiß man, ob noch Saft drauf ist. Ja. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. Nein, leider nicht, habe ich schon probiert. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. Ach so, genau. Ja. Ah, stimmt ja. Haha. Ein sehr britischer Akzent. Ich kann nicht mit Akzent sprechen. Irgendwie will ich noch gar nichts da. Nö. Mag ich nicht. Nein, nein, nein. Tschüss. Schuss ein Treffer. Gegner haben alle nichts dabei, Frechheit. Wow. Schenk ich dir. Ja, das habe ich schon mal gezockt, wie es rausgekommen ist. Damals noch mit meiner alten Rift. Überhaupt nicht vergleichbar. Nice shooting, Alex. Thanks. Ich weiß. You know, for all your talk about what a lesser gun this is, this thing is never... Oh, glaub bloß nicht, dass ich den nicht sehe. Achso, da muss ich sowieso runter, oder? Ich meine, bei welchem Spiel kann man schon einmal tatsächlich durch ein Fenster schauen? Geht nur in VR. Falls mich so einer erwischt, wie gesagt, habe ich ja meinen Helm. Ja, das Kabel der Powerbank hängt fest. Verdammt! Jetzt noch eine Plattform. Ja, dann hätte man wenigstens auch kein Motion Sickness mehr. Das wäre absolut perfekt. Weil zurzeit mir wird übel. Es ist leider so. Es dauert. Wow!
Holy crap, meinst du wohl? Holy Jesus. Ja, es dauert eine Weile, bis dass man sich daran gewöhnt wieder. Und da ich ja jetzt anderthalb Jahre kein VR mehr gezockt habe, muss ich das erst gewöhnt werden. Es wäre besser, wenn ich die Teleportation verwenden würde. Aber, naja. Yep, there it is. Found it. Probably only one of those. Ja, wahrscheinlich nur eine. Du kannst mich auch am Arsch lecken. Naja, Jumpscares, da erschreckt's mir immer, also. Oder halt fast immer. Könntest du bitte? Ja, gut, du gehst auch. Oh. Okay, two. Aiming on point auf alle Fälle. Da war's drehen. Ja, offensichtlich nicht. Kein Telefon. Diet, diet, diet. Also mal was trinken. Hilft ein bisschen gegen die Übelkeit. Und kurz die Augen schließen. Verzeihung. Eigentlich wollte ich mal Ingwerwasser machen. Weil das hilft ja richtig gut gegen Übelkeit. Hatte aber keins. Seht ihr eigentlich meine Gravity Gloves? Ja. Da wird zum Beispiel bei mir angezeigt, wie das Leben ist, wie die Munition ist, etc. Ihr seht ja das Ganze extra angezeigt. Ja, es dauert eine Weile, bis dass man sich daran gewöhnt. Aber man kann sich daran gewöhnen, aber muss halt regelmäßig wirklich VR zocken. How do you know that? Because they're taking him to Nova Prospect to torture him. That's the torture place. So they're hardly going to torture him before they get there. So he's fine. Logically speaking. Di-d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 i-
Oh, irgendwie kribbelt das sogar tatsächlich. So das Geräusch und so, da fängt alles zum Kribbeln noch da drin. Ah, das war noch nicht die Stelle, okay. Später gibt es eine Stelle, da ist einfach verflucht dunkel, man hat nur eine Taschenlampe und ew. Man weiß zwar, dass das ein Spiel ist, aber in VR ist das Ganze dann ziemlich creepy. Warte mal, da war doch ein Rätsel, oder? Wait, that, that was Black Mesa. Ja, und das ist das Half-Life-Logo. Warte mal, irgendwie... Achso, ich hab noch keine Taschenlampe, okay. Ich kriege erst, das war doch irgendein Rätsel, oder? Ja, das sind die Gegner aus dem ersten Teil, die was ja kontrolliert wurden. Ah, warte mal. Hier musste man was drücken. Genau, so hat das funktioniert. Aber man muss doch nicht alles drücken, oder? Die Brechstange. Musste man alles drücken? Nee, oder? Nö. Warte mal. Ah. Haha. Der ist da oben, was? Jetzt kommen wir ja, glaube ich, in die Fleischereiabteilung. Man kann sie übrigens im Mund vors Gesicht halten, wenn so Sporen durch die Gegend fliegen. Dann muss man das wirklich aktiv machen. Außer man hat eine Gasmaske, die ich nicht mehr aufhab. Warum? Alex, are you alright? What's wrong? I'm fine, Russell. What's up? I'm losing your signal. Alex? Alex? Tschüss. Can you still hear me? Keep heading in the same direction and try to get above ground. Russell? 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 Mania? Boah, Alter, ich glaube, ich ziehe lieber doch meine Schuhe und... Meine Füße tun weh. Genau. Nase juckt. Ding dong, dein Herr ist da. Hi. Oh. The Alex fans. You see. Sprich zu der Hand. I did. Come. Enter. Okay. Thank you. Haustürchen. So, what's a Vortigaunt doing here? Right, but I mean, in general. I have a brain injury. Oh, I'm sorry, Dan. My brain is injured. That's terrible, ow. And I hope... Look, I'm actually pretty busy looking for my father. The... Eli Vance. Eli Vance.
Yes. The combine. Oh, so was Ähnliches gibt's hier auch. Do need to get moving. The combine. Yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate this way. I can't stick around. It is important. I know. I'm sure it is. The Alex Vance must go this way, anyway. Okay. Oh. Die Grafik schaut nice aus, aber ich habe vergessen, sie bei der Brille höher zu stellen. Ihr seht ja die Übertragung am PC. I would help. I really would, but the Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Or he will be. Is or will be? It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. Look. Thank you for ja, das ist VR only. Also es geht mit really Mods, aber ist anscheinend richtig scheiße. I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The Combine drilled here. I am severed from the Vortessence. I am alone in my head. Oh. I'm sorry. Look, if I can, if I run across your friends, I will see what I can do. You have saved my kin. I haven't. Then you will. Ja, ja, der ist ein bisschen verwirrt. Courage, danke. Hier. I will help the Alex Vance. Look to the northern star. Why? For guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here. Sustenance. I'll eat it later. Thanks for the help. You will be welcome. Danke. Um die komplette Geschichte von Half-Life zu verstehen, muss man eben tatsächlich auf Half-Life Alyx spielen. Alyx, weil sonst weiß man Alyx, nicht alles. The signal's back. Can you hear me? Are you okay? Russell, I'm good. How's Dad? They've got him on the train. He's on the move. You gotta find Fairview Junction before they get there. Ach, zugemachte. Warte mal, Helm hab ich noch? Ja. Jo, und das ist der Panzer. Von Dead Vieh. So anything happened when you cut out? You're not gonna believe this, but I ran into a Vortigaunt. A Vortigaunt? What was he doing down there? Hiding. I think he's getting the combat. What did he say? Mano! You ever meet a Vortigaunt? He said crazy Vortigaunt stuff. Okay. Der leckt mich doch am Arsch. Mano! Headcrabs haben Panzer, manche.
Manno! Ich will da erst rein, wenn die Vierer tot sind. Geht doch. Wo ist die andere Vieh jetzt? Komm her. Meine Fresse. Und da habe ich mal gerade die Gasmaske selber runterzogen. Kurz die Augen schließen. Länger wie eine halbe Stunde mache ich nicht mehr. Oh, that water guy I met? He did give me a head crab to eat. Oh, right! What did it taste like? Tell me how you feel. Russell, I didn't eat it. Right, of course you didn't. Now that's the right decision. Na, heute, ich glaube, wir müssen da unten durch, oder? Nein, müssen. Ah, Moment. Ah, ich kenne die Stelle. Oh, that zombie has a shotgun. Ja, und lustigerweise können wir eins nur die Munition schnappen, weil die Shotgun lässt er. Oh, ernsthaft. Könntest du bitte auf meinem... Oder auch nicht. Leck mich am Arsch. Okay, rückwärts ist ganz schlimm. Puh. Und ja, man muss sich aktiv ducken. Konnte ich hier nicht... Ach, egal. Puh. Achso, da hat's... Okay. Mal logisch, wenn man schießt und dann nachlädt, dass eigentlich der Schlitten automatisch geht, aber es scheint nicht immer zu funktionieren. Warum geht's denn nimmer? Oh. Okay. Dann halt nicht. Ach, ich hab was vergessen. Hä? Achso. So. Hurry up and load that thing, it's getting louder. Last four. Bist du hinter mir, Lockenköpfchen? We did it. I love this gun. Last two shells. Out of shells. Okay. Hä? Oh, ich weiß, dass die eben Munition haben.
du noch irgendwo Money? Nö. Ist jetzt kein Explosivding ins Kirchen? Irgendwo? Nein? Oh. Hopp. Ach komm schon. Okay, wie viel? Okay, Pistolenmuni 180. Dann hole ich es mit der Pistolenmuni runter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Shotgun-Muni haben. Nein. Nein, scheiße. Vergesst, was ich gesagt habe. Verdammt normal. Hui. Und ich merke, die Brille ist nicht auf 120 Hertz eingestellt. Shit. Ganz vergessen, wenn es nicht am Kopf hängen, dann brauchten sie ja nur einen Schuss. Sie halten schon langsam mehr aus. Ja. Hui. Was gab's denn da noch? Dauerfeuer. Nee, nicht mit der Pistole. Doppelschuss. Wieder zwei Schuss. Warum habe ich jetzt zweimal geschossen? Ich habe mich eh schon erwischt.
Naja. Ja. Ja. Okay, da ist zu. Schon, jetzt kommt von oben so ein Vieh. Grüß dich, Super Mini 12. Oh, it's German. Yeah, it's German. Sorry, I don't post it on the title. Sorry, sorry. You'll need a flashlight. Yeah, I need a flashlight. But the game is in English. It's only in English. Hey! Nah. Oh? What's that? Okay. Ich rede jetzt weiter Deutsch. I knew it! Haha! Ich sage, ich rede weiter Deutsch, aber dann rede wieder Englisch. Ja, moin! Haha! Oh. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich gar nicht so schlecht bin in Englisch. Zumindest wenn ich den Durchschnitt bei uns rechne. Ah. Tack. Echt jetzt? Der Englisch ist so eingerostet. Wer rustet, der rostet, genau. Oh Gott, ich hasse es. Das ist jetzt die Stelle. Warte mal. Irgendwas war doch da unten, oder? Ah, okay, da geht's. Hä? Na, warte mal. Ich bin vorher da runter. Mann, oh, ist zu! Das ist wie der eine, der was beim Bahnhof gegen die Wand läuft und... it's closed! It is dark. Everything all right? Nope, I'm good. I'm good. I hope so. Es kann sowieso sein, dass ich ab und zu ins Englisch drifte, weil ja das Spiel in Englisch ist. Ich sammle übrigens hier soll es ein, weil sobald ihr die Flashlight habt, ihr könnt euch denken, was passiert. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, fast nichts. Ja, wie sie sehen, wird mir schlecht. Boah, was zum Trinken.
Falls ihr euch übrigens auch eine VR-Brille zulegen wollt, inklusive dem Elite-Strap, wo es einfach wirklich deutlich angenehmer ist als das Standard-Strap, was dabei ist. Also inklusive dem 398 Euro. Da ich allerdings sogar noch einen Mediamarkt-Gutschein von 10 Euro gehabt habe, bei mir 388. Und wenn ihr keinen starken PC habt, das ist... Wolli Molli Kenolli! Ja, falls ihr keinen starken PC habt, es ist ein Standalone-Gerät. Das heißt, man kann es sogar ohne starken PC zocken. Man kann es allerdings nicht im Liegen zocken. Ich habe es gestern ausprobiert, dachte so, bist du Vader Immortal im Bett? Nein, man muss nämlich seinen Bereich abgrenzen. Und das geht im Bett nicht, weil dann ist der Boden auf Betthöhe. Das heißt, man sieht eigentlich immer nach unten. Ich finde es bescheuert, dass man sich die Flashlight nicht an den Helm machen kann. Das heißt, ich muss wirklich aktiv hinleuchten. Gibt's auch natürlich nur im VR. Russ? Ja? Can you just talk? About what? About anything. Literally anything. Well, I think that given our situation, your irrational fear of the dark is actually quite appropriate. You know, I can give you easily 100 reasons to be terrified. Okay, that was my fault. I'll be more specific next time. Schon cool. Es gibt ja auch Spiele, die man im Sitzen spielen kann. Star Wars Squadrons wäre die... And it, not unlike yourself, is also sensitive to the dark. Oh yeah? Meaning it should go on automatically when the lights go out. Ach so. Oh. Nice. Okay. Star Wars Squadrons will ich Manu zocken. Allerdings erst... wenn ich mich wieder mehr daran gewöhnt habe, weil da fliegt man ja im Weltall und das relativ schnö. Und da würde mir jetzt absolut schlecht werden. Echt jetzt? Meine Fresse. Ich wollte nur die letzte Kugel aufbrauchen. Ah, hier kann man wieder. Ah, ja. Okay. Ach nee, sag nicht, ich hätte draußen. Ah. Hallo? Okay. Wow. Alles kribbelt, ich hasse es, wenn ich im Dunkeln war. Hör auf zu Keine Panik, ganz ruhig. Komm her. Na komm. Hey. Achso. Au. Ah, Headcrab on your face. Oh, thank God. Meine Fresse. Das habe ich noch nie gehabt. It was on your face and it was disgusting. Ja, ist schon bissi. Boah. Ich fühle mich fast, als wenn ich den Geschmack auf der Zunge hätte. Voll Teufel. Alright, Russ. I really need you to talk again. Absolutely. Be
specific? Before. What was life like before the Combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Nope, not once. Right. To make a club sandwich, stell mal richtig scheiße, wie wenn die Welt untergeht und man nichts mehr weiß. That day, okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is, and I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a pig, and turkey from an animal we used to call the turkey, and more tomato, more lettuce, and a bunch of other things I'm forgetting. It was 6 inches tall and weighed a pound and had a dozen ingredients from 5 different continents. It was the most impossible food item you could imagine in any age. Ja, danke, Ihr Kunde. Mir ist schlecht an Ihr Kunde. I know, right? That is... Wow. Thanks, Russ. You're welcome, Alex. Ah. Es kommt auf mich zugeflogen, aber ich nehme es nicht. Genial. Classic. Das kribbelt. Kribbelt eben wirklich, weil sie der Controller genau passend dazu vibriert. Also man mit Vibration alles machen kann. Es gibt ja sogar so eine Weste, was man anziehen kann, was zum Beispiel Treffer simuliert. Und es gibt auch was, was Kälte und Hitze simuliert. Das Ganze wird allerdings mit... Achso. Das wird allerdings mit... irgendwelchen chemischen Stoffen gemacht und ja... Weiß ich noch nicht, ob das so ausgereift ist. Arschloch. Fall um. Okay. War klar, dass ich den letzten Schuss verkaufe. I hate darkness. Ich fühle mich leicht überfordert, wenn ich gleichzeitig mit der Lampe hinzielen muss und dann, ja. Oh, ernsthaft. So ein Fass macht mir übrigens One-Hit. Also wenn ich sowas aus Versehen bei mir in der Nähe mal hochjage, bin ich tot. Ich hab Fuß, Getrippel und Getrappel. Nase juckt. Nase juckt. Okay.
Schaut aber schon verdammt realistisch aus mit der neuen Brünn. Vor allem kein Fliegengitter-Effekt, oder halt kein merkbarer Fliegengitter-Effekt. Wenn alles komplett weiß ist, erkennt man es nur minimal, aber nichts im Vergleich zu dem, was bei der alten zum Sehen war. Achso, natürlich geht sie noch innen auf. Ah, okay, Ladescreen. Kurz die Äuglein zumachen. Wie ich das erste Mal gespielt habe, Half-Life Alyx, habe ich ein Mittel gegen Sehkrankheit genommen. Dadurch habe ich deutlich länger spielen können. Ohne, dass ich mich vorher daran gewöhnen musste, aber das wollte ich nicht schon wieder machen. Wie gesagt, also, ich würde mal sagen, einer von 100 kann sich nicht daran gewöhnen. When you guys were off stealing the reactor, I saw the Combine moving supplies in here. So, I guess they're interested in this place again. Right, we'll keep an eye out. Something's definitely up. Wenn ihr den Teleport... Oh. Alyx, Manhack, watch out! See it. Hey. Ja, die Viecher sind scheiße zum Treffen. Wollte nicht unbedingt eine Shotgun-Money für den Typen hernehmen. Ah. Okay, ich muss die Brille ein bisschen locker stellen. Es drückt gerade ein bisschen. Vielleicht sollte ich mir das dickere Polster besorgen. Das standardmäßige ist ein bisschen. Ja, okay, ich hab's aber schon ziemlich zugeknallt. Okay, so, right now, what it's like to live on Earth on a scale of 1 to 10? I'd say right at 2. Yep, could always get worse. Aber wie geil das ganze kabellos funktioniert. Und ab morgen kann ich's direkt kabellos mit dem PC verbinden. Haha. I'd say 6. Yeah, strong 6. 6? That's not great. Well, that's life, Alyx. You know, it's not always great. Well, maybe we get the Combine off Earth and we can shoot for, like, an 8. You know? Oh, an 8. Yeah, that really would be nice. Really nice. Oh, boy. Ish. Warte mal, wo muss ich denn hin? Das ist jetzt die Frage. Ja, ich geh vorher mal oben lang. Oh. Ach, natürlich ist das die Kugel. Die wird später noch schwieriger. Keine Headcrab? Okay. Mano! Jetzt wäre ich bald umgefallen. Nein. Nein. Ach komm schon. Thunfisch. Aber nur die leere Dose. Und noch eine leere Dose. Ahaha.
Warte mal, wo sind sie? Da sind sie. Warte mal, ich kann ja auch wieder zumachen, oder? Ja. Und was hältst du von dem Spiel bis jetzt? Immer euch wird es wahrscheinlich gefallen, wenn es mich erschreckt, oder? Muss aufpassen, ich habe keinen Helm auf. Hast du nix? Nö. Ja, da nix. Oh. Hey, Arschloch! Spuck aus. Danke. Und was sagst du, Lakchan? Das wollte ich zwar nicht, aber... Manno! Mit der Shotgun-Muni sind sie immer so geizig. Pistolen-Muni mehr als genug, aber Shotgun-Muni... Nein! Wieder das Spiel gefällt. Nix drin? Oh, shit. Hier kommen sie wieder. Na, komm schon raus. Oh, mein Hack. Ah, okay. Ist denn heute schon Weihnachten? Attention, please! Glaub bloß nicht, dass ich den nicht sehe. Yeah. Hast du nix? Nein. Ah, oh, echt jetzt? Ich hab mir den Kopf angestoßen und bin deswegen wieder runtergefallen. Weil ich mich nicht geduckt habe. I need to duck. Ich bin eine Ente. Oder wie war das? Kennt man Gegner, hundertprozentig. Boah. Medizinisches Personal. Sprich, blöd gelaufen.
Da weiß ich übrigens, dass ein Haptrap drin ist. Echt jetzt? Fuck. Scheiße! Ah, ohne Kimme und Korn. Bisschen schwierig. Hab ich dich? Ja. Was? Lebst du noch? Tatsächlich. Lebt das Mistviech nur? Ich glaube, ich spinne. Wahrscheinlich, weil es nicht getriggert worden ist. Oh. Wahrscheinlich ist da irgendwo was gelegen und das hat die Explosion jetzt weggehauen, oder? Nö. Okay. Yo, meine Freunde, I have what for you, but I don't treff it, jetzt an. Da nichts drin? Na doch. Geh ober. So, when we get the Combine off of Earth, what are you gonna do? I'm going full production mode on the Russell. Sehr gut. Gotcha. Oh, of course. You'll be sitting on a landmine. Gold mine. Yep. So here's the plan. Conservative estimate, I figure 1 year to get the world unconquered by the Combine, get them off the planet. So that's year one. Then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, yeah, 3 year plan. Let's slot the infrastructure thing in for year two. Oh, yeah, definitely. You're gonna want to put that in here, too. Oh, da ist offen. Aber nichts drin. Empty. Ah ja, stimmt ja. Don't shoot here. Wenn eins von deine Teile hochgeht, war's das. Man kann es übrigens auch nicht deaktivieren. Das heißt, wenn man da zum Beispiel... Man kann ja theoretisch so um die Ecke schießen und da etwas trifft, verreckt man trotzdem. Russell sagt übrigens, glaube ich, auch nur, dass man hier nicht schießen sollte, oder? Ist da oben was? Nö. Ja, auf alle Fälle tödlich, hier zu schießen. Nach 4 wieder hoch? Wo geht's denn hoch? Aber ja, gut, Nächtle.
Oh. Ew. Oh boy. Getting dark again. Ja, Slalom. Scheiße. Jo, aber wisst ihr was? Ist sowieso der ideale Zeitpunkt, um es zu lassen, wie gesagt. Mir ist übel. Kotzübel. Und der Chat steht im Weg. Ja. Der ideale Zeitpunkt, um es für heute sein zu lassen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Träumt etwas Schönes. Kotzt euch nicht an. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.